Hallo, es ist Coffee Time und ich habe gedacht, ich teile meinen Kaffee mit dir, meinen komischen Ganoderma Kaffee. Oft fragt man von mir, warum ich diesen komischen Ganoderma Kaffee trinke, anstatt einen verlässlichen, anständigen, herkömmlichen Kaffee zu trinken. Einen Kaffee mit so einem Pilz drin. Ich erzähle die Geschichte. Meine Frau ist im Jahr 2011 einmal so heimgekommen mit der Idee, dass wir in der Zukunft Ganoderma Kaffee trinken werden. Ich habe gedacht, sie ist ein bisschen beklopft, weil warum sollte ich einen Pilzkaffee zu trinken? Ich habe meinen Lieblingskaffee gehabt und ich wollte nicht wechseln. Aber wie man sagt, Happy Wife, Happy Life, was der. Dann habe ich gedacht, mach mal so. Es kann sicher nicht so schlecht werden. Obwohl ein Kaffee mit Pilz, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das mir gut wird. Wie gesagt, ich habe meinen Lieblingskaffee gehabt und ich wollte nicht wechseln. Ich war damals als LKW-Fahrer im Schwertransportbereich tätig, was der Überbreite, Überlänge und so weiter. Und es schaut so aus, im Laufe des Tages musst du lernen, wenn du Glück hast, nur am Vormittag, weil am Nachmittag vielleicht hast du ein bisschen Zeit zum Schlafen zu versuchen, weil um 20 Uhr kommt der Begleiter oder mehrere Begleiter und dann musst du die Nacht durchfahren. Dazu braucht man eine ordentliche Menge an Kaffee. Drei, vier, fünf Kaffee sogar manchmal. Und meine erste Erfahrung war mit diesem Kaffee, dass ich nicht mehr als zwei Kaffee gebraucht habe. Und ich konnte die Nacht ruhig durchfallen. Meine Frau hat erzählt, also sie hatte damals schon Probleme gehabt mit dem herkömmlichen Kaffee, weil nach Kaffee trinken hatte sie immer Sodbrennen und so ähnliche. Und sie hat erzählt, dass nach Ganoderma Kaffee hatte sie das nicht. Und wir haben noch mehrere gute Erfahrungen mit dem Kaffee. Zuerst einmal, das Geschmack ist, das schmeckt wie ganz normaler Kaffee. Also hat keinen Pilzgeschmack. Natürlich, über Geschmack diskutiert man nicht. Also das kann sein, für eine ist das nicht gut, für andere ist das das Lieblingskaffee. Also ich mag zum Beispiel den Kaffee. Und die Erfahrungen, was wir früher, später mit dem Kaffee gemacht haben, die darf ich nicht öffentlich in einem Video erzählen. Aber wenn du Fragen hast, unter vier Augen oder als Privatgespräch, kann ich alles erzählen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Es wäre so gut, wenn ich darüber reden dürfte. Aber ich will kein Problem mit den Behörden. Jedenfalls, das ist der Grund, warum ich den Kaffee mag, weil der hat viele Vorteile für mich. Und diese Vorteile haben wir das wert. Und darum bleibe ich bei dem Kaffee. Abgesehen davon, den Kaffee kriege ich seit Jahren umsonst durch die Empfehlungsmarketing, was noch dazu gehört, nicht? Und die vielen Sachen zusammen sprechen dafür, dass ich bei dem Kaffee bleibe. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wende zu mir. Ich werde dir alles erzählen. Und danke, dass du mich jetzt zugehört hast und zugeschaut hast. Ich wünsche dir einen angenehmen Nachmittag. Für dich.